habe ich dich. Ach nee, doch nicht. Jedenfalls sind Mücken jetzt ein echtes Problem. Aber das waren sie doch schon immer. Ja, aber gerade besonders, denn Mücken übertragen jetzt in Deutschland auch immer häufiger das West-Nil-Virus. Oh nein, was macht das? Nun ja, wenn du leichte Übelkeit, Kopfschmerzen oder leichte Grippesymptome hast, könnte nicht nur Corona, sondern auch das West-Nil-Virus dahinter stecken. Ach du Scheiße, müssen wir jetzt in Panik verfallen und kriegen wieder einen Lockdown? Also in den meisten Fällen verläuft das Virus relativ symptomlos, wenn es Personen besonders hart trifft, dann eher ältere oder immungeschwächte Personen und es wird in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Gott sei Dank. Trotzdem sollte man das beobachten, Regentonnen regelmäßig abdecken, die Töpfe mal leeren, denn das lieben Mücken, die noch ganz andere Krankheiten übertragen können.